Medusch geht es nicht darum, wie ein Verrückter alles abzumähen. Und hier geht es vor allem um Qualität, beziehungsweise ihr erntet hier die Arbeit eures ganzen Jahres. Und dazu muss man verschiedene Parameter beachten und auch für sich selbst einen Schwerpunkt definieren und dann immer irgendwo einen Kompromiss eingehen aus Verlustniveau, was hinten aus der Maschine rausfliegt, Kornqualität, also Sauberkeit und Bruchkorn und unter Umständen eben auch Strohqualität. Das sind eigentlich so die drei wichtigsten Dinge, unter denen man dann optimieren muss. Wie man die Verluste ermittelt, habe ich ja im Vlog davor gezeigt. Was habe ich jetzt hier schon gemacht? Gut, dann gehen wir vielleicht mal direkt in die Einstellungen, die man aus der Kabine vornehmen kann. Ich habe die Maschine soweit eingestellt, wie sie mir gefällt, wie es passt. Ich bin zufrieden mit der Einstellung. Das Stroh sieht gut aus, die Verluste sind gering und mein Korntank sieht auch gut aus. Ja, er ist nicht blitzeblank, ab und zu sind mal ein paar Ähren, ein paar unausgedroschene Ähren mit drin, aber das ist absolut akzeptabel. Wir haben bis jetzt noch nie über 2% Besatz abgeliefert mit der Maschine, also alles. Die Maschine ist je nachdem, welche Kultur ich auswähle, immer schon grund eingestellt. Damit kann man erstmal schon im Groben nichts falsch machen. Also sicherlich geht es immer noch besser, aber so komplett falsch kann es dann nicht sein. Wir fangen wir mal an mit der Druschtrommel. Die hat hier jetzt eine Geschwindigkeit von 880, 890 Umdrehungen pro Minute. Maximal kann die Maschine 980 Umdrehungen machen. Ich habe die Drehzahl etwas reduziert, weil wir schon sehr brüchiges Stroh haben und das Korn auch ziemlich trocken ist. Also habe ich hier inzwischen 100 Umdrehungen weniger als die maximal mögliche Drehzahl, um das Stroh weniger zu belasten und um Bruchkorn zu reduzieren. Die Trommeldrehzahl hat in der Regel einen größeren Einfluss auf Bruchkorn und auch die Strohqualität als der Drischkorbabstand. Der ist hier auf 6 mm gestellt. Er ist etwas niedriger als die Grundeinstellung von 8 mm, weil wir eben sehr kleine Körner und kleine Ähren haben und ich nicht ganz zufrieden war mit dem Ausdrusch. Darum habe ich den Korb etwas enger genommen. Dann haben wir unseren Vorreiniger. Da sollte man möglichst nicht zu viel dran rumstellen. Das landet direkt im Korntank bei dieser Maschine hier, was da durchfällt. Steht jetzt auf 6 mm, ist eine gute Grundeinstellung. Wenn ich das Obersieb weiter öffne, reduziere ich die Verluste. Wenn ich das Obersieb weiter schließe, werden meine Verluste ansteigen. Alles, was über das Obersieb drüber hinaus wandert, sind Verluste. Alles, was durchfällt, fällt aufs Untersieb. Und das Untersieb entscheidet, ob es in den Korntank landet oder in die Überkehr. Wenn mir das Getreide nicht sauber genug ist, ich habe unausgedroschene Ähren, kann ich entweder von vornherein den Drusch verschärfen über mehr Dröschtrommeldrehzahl oder einen engeren Korbabstand. Eventuell muss ich auch einfach die Fahrgeschwindigkeit mal erhöhen, damit mehr Futter durch die Maschine geht und insgesamt mehr Reibung entsteht. Ansonsten kann ich das Untersieb weiter schließen und damit wandert mehr Material in die Überkehr. Und die Überkehr führt das unausgedroschene Material zurück zum Dreschkorb, zur Dreschtrommel. Ja, dann wird das unausgedroschene Material eben nochmal durch die ganze Maschine geschickt. Man sollte hier also auch aufpassen, dass man nicht zu viel Überkehr fährt, weil wenn ich Getreide immer wieder und immer wieder durch die Maschine schicke, belastet das die Maschine zusätzlich und wir verschenken Leistung. Dann müssen wir halt wirklich von vornherein anders dreschen, mehr Drehzahl geben, am Korbabstand spielen. Und dann haben wir noch die Windgeschwindigkeit, die ist jetzt bei 930, da wir hier recht kleine Körner haben, feines Material, fahre ich nicht zu viel Wind, um der Gefahr vorzubeugen, dass wir zu viel Material einfach von vornherein überblasen.
Wichtig ist nur, dass man immer so viel Wind hat, dass wir eine schwebende Matte über den 7 erreichen. ICA, interaktive Mähdrescher-Einstellung, blinkt hier unten schon. Da kann ich jetzt mal drauf drücken und hier kann ich meinen Mähdrescher jetzt nochmal interaktiv optimieren, indem ich mir jetzt zum Beispiel, so, ich bin mit der Kornqualität sehr zufrieden, die Verluste sind auch so gut wie nicht messbar. Also sagen wir mal, ich wollte das Stroh noch weiter optimieren. Zustand des Strohs wähle ich aus, klicke weiter. Als Vorschlag die Trommeldrehzahl vermindern ist die erste Empfehlung. Die zweite ist den Abstand des Dreschkorbs erhöhen. Will ich eigentlich nicht unbedingt wegen den kleinen Ähren, die schwer auszudreschen sind. Oder aktuelle Empfehlung, Fahrgeschwindigkeit erhöhen, kann ich auf Annehmen drücken. Das ist eine manuelle Sache, ich kann nur selbst über die Fahrgeschwindigkeit bestimmen, muss ich selbst etwas mehr Gas geben. So, dann nochmal zum Schneidwerk. Wir haben hier die Möglichkeit, drei Voreinstellungen abzuspeichern. Wenn ich auf 1 drücke, kommt das Schneidwerk hoch und ich habe mir den Tisch so weit zurückgefahren, dass er eben komplett eingezogen ist und die Haspel sich komplett absenkt. Das passiert alles, wenn ich Taste 1 drücke. Damit räume ich mir schön mein Schneidwerk leer und dann auf Taste 2 ist meine normale Einstellung gespeichert für den durchschnittlichen Bestand hier. Dazu habe ich eine Tischlänge von 570 mm eingestellt. Wenn ich die speichern will, muss ich die Taste 2 für 3 Sekunden gedrückt halten und dann ist das beim nächsten Mal abgespeichert. Das gleiche gilt für die Haspelposition und Geschwindigkeit. Einmal einstellen, wo sie sein soll, Position Taste 2, 3 Sekunden gedrückt halten und alles ist abgespeichert. Und dann gibt es noch Position 3. Hier kann ich vorauswählen im Menü, ob ich auf Position 3 mit Lagedruck fahren will, also wirklich, dass sich das Schneidwerk ablegt und über einen bestimmten Druck über den Boden geführt wird, und wenn wir extreme Lagerbedingungen haben, oder ich wähle eben eine zweite normale Höhenführposition aus, was ich hier auch gemacht habe, weil ich habe hier kein Lager, aber doch sehr unterschiedliche Wuchshöhen, das heißt auf Position 3 wird der Tisch etwas eingezogen, die Haspel etwas tiefer geführt und auch dichter am Messerbalken. Wichtige Parameter, man sollte unter normalen Bedingungen versuchen, um 1% Verluste zu fahren, weil das so ungefähr das Level ist, wo die Maschine eine vernünftige Auslastung erreichen sollte und was einfach ein akzeptables Verlustniveau ist. Manche fahren weniger als 1%, manchmal geht es nicht unter 1,5%, wenn wir so Bedingungen hatten wie in der Gerste, wo die Körner dann so klein sind, hier auch, da ist es wirklich verdammt schwer, auch bei 1% Gesamtverluste zu fahren. Ja? Also nicht nur Schüttlerverluste, sondern eben auch Siebverluste. Für die Kornsauberkeit gilt ungefähr 2% Besatz, je nachdem, was man damit so vorhat. Wir wollen damit jetzt vor allem die Kühe füttern, dann kann es theoretisch auch etwas dreckiger sein. Wenn wir jetzt Saat produzieren, dann wird dann doch schon eher auf noch mehr Sauberkeit Wert gelegt und vor allem auf wenig Bruchkorn. Beim Bruchkorn müsst ihr euch merken, wenn wir 1% oder 2%, also sagen wir haben 2% Bruchkorn im Korntank, könnt ihr davon ausgehen, dass auch 2% zusätzlich als Verluste hinten aus der Maschine rausgewandert sind, weil das gebrochene Korn fällt nun mal schwerer durch die Siebe und wandert dadurch hinten raus. Das ist auch so meine Erfahrung, dass vor allem auf Bruchkorn zu wenig Wert gelegt wird. Es ist zugegeben auch schwer messbar, da gibt es noch keine richtigen Patente, aber das muss man einfach im Auge behalten und hier regelmäßig nach hinten gucken. Wenn ihr das jetzt hier mal macht bei mir, ja, da findet ihr kaum ein weißes Korn und so soll das sein. So, ich war gerade schön Mittagessen und jetzt hat mein Vati für mich mal ein paar Runden übernommen.
Was ich vielleicht noch am Anfang vergessen habe zu sagen, wenn ihr jetzt noch keine Voreinstellung für den Bestand habt, weil ihr eben am Tag davor, so wie ich, schon gedroschen habt und erstmal blind anfangt, ist auf jeden Fall hilfreich, mal so in den Bestand zu gucken, was hier überhaupt los ist. Einfach mal so eine typische Ähre nehmen und so ein bisschen in der Hand ausreiben und ein Gefühl dafür bekommen. Wenn ihr Gerste habt, dann könnt ihr mal entgegen den Ähren versuchen zu entgrannen. Und danach habt ihr schon ungefähr eine Idee, ob ihr eher schärfer dreschen müsst oder eher schonender. Ja, also wenn alles hier zerfällt und brüchig ist, dann eher schonender dreschen, um Strohqualität zu sichern, Bruchkorn entgegenzuwirken bzw. Bruchkorn zu reduzieren und durch eine bessere Strohqualität reduzieren die Belastung des Siebes. Und ja, weniger Siebbelastung heißt auch weniger Verluste in der Riegel. So, und der zweite Trick, der mal mindestens genauso entscheidend ist, wie die Ähren auszureiben und zu testen, ist einfach mal das Stroh. Nehmt ihr euch hier mal ein paar Pflanzen, so dass ihr eine halbe Handvoll habt, und dann macht ihr mal so einen Twist. Ja, das hat jetzt 3 Runden gedauert, bis es durch war. Es ist noch ein wenig zäh. Wenn ihr richtig trockenes Zeug habt, dann macht ihr eine Runde und das ist kaputt. Und wenn ihr da 20 Umdrehungen machen müsst oder was weiß ich, um das kurz zu kriegen, umso schärfer müsst ihr dann mit Sicherheit dreschen. So ungefähr die Richtung, dann kriegt man da eine Idee. Gefühl für die Feuchtigkeit zu bekommen, könnt ihr auch ruhig mit der Hand mal hier ein paar Körner ausdreschen und dann einfach mal auf so ein Korn draufbeißen. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann kriegt ihr ungefähr ein Gefühl, also ich will nicht sagen auf 1% genau, aber dass das hier unter 14% ist, das merke ich auf jeden Fall. So. Ja, ich hätte euch vielleicht auch noch ein, zwei Sachen mehr zeigen können, wollen, tun, müssen. Aber die Kamera sagt nein, also von daher noch einen schönen Sonntag und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog. Mal sehen, vielleicht im Raps. Das sollte passen. Bis die Tage.